generell muss man das alles erstmal verarbeiten. Das waren ja jetzt schon ereignisreiche Wochen in Brasilien und jetzt auch in Berlin und jetzt hier. Natürlich ist es überwältigend, hier zu sein, so empfangen zu werden, und von daher bin ich froh, dass es jetzt so eine Veranstaltung gibt. Sehr geehrter lieber Matthias Ginter, werte Angehörige der Familie Ginter, meine sehr geehrten Damen und Herren, Weltmeister Matthias Ginter, einer von uns. Und dies ist. Wie lange haben Sie eigentlich gebraucht, um zu realisieren, ja, ich bin Weltmeister? Das wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern. Man fühlt sich eigentlich so ein Stück weit wie davor auch. Und das wird, denke ich, noch den einen oder anderen Tag dauern. Aber dafür habe ich jetzt Urlaub, um das alles zu verarbeiten. Wir waren das größte Firebeast jetzt auf der Party. Da gab es ein paar. Ich glaube, die Bayern-Spieler waren ganz vorne dabei, aber die kennen es ja auch, wie man so feiert mit den ganzen Titeln, die sie gewonnen haben. Aber wir hatten sehr, sehr schöne Feiern in Rio und in Berlin. Also besser als eigentlich nicht laufen können. Es gab ja noch Diskussionen um diesen Gaucho-Tanz. Wie haben Sie diese wahrgenommen? Ach, das habe ich gar nicht so mitbekommen, gar nicht so gelesen oder mitverfolgt. Das war spontan. Jede WG oder jedes Haus hat halt einfach sich was einfallen lassen. Wir hatten diesen Brasilianer-Einlauf, von daher sehe ich das nicht so dramatisch. Jetzt hat ja Philipp Lahm überraschend seinen Rücktritt erklärt. Hat er denn der Mannschaft irgendwas angedeutet nach der WM? Nee, für mich kam es genauso überraschend, denke ich. Man kann nur sagen, dass er ein Vollprofi ist, er lebt für den Fußball und hat die Entscheidung jetzt auch getroffen. Die müssen wir einfach respektieren. Und er hat fast alles oder hat alles erreicht. Und jetzt mehr als eine Weltmeisterschaft zu gewinnen als Kapitän, das geht, glaube ich, nicht. Und von daher kann man sich schon so verstehen. Noch ein Wort zu Ihrem Wechsel, der jetzt auch bekannt wurde. Wie erleichtert sind Sie, dass jetzt endlich Klarheit herrscht, dass Sie zum BVB wechseln? Natürlich sehr erleichtert. Also es gab jetzt in den letzten Wochen schon viele Schlagzeilen. Ich bin einfach froh, dass es noch geklappt hat. Ich glaube, es war immer ein Traum von mir, sowohl für Freiburg als auch für Dortmund zu spielen. Und von daher danke ich natürlich dem SC Freiburg für alles und hoffe, dass sie auch jetzt verstehen, dass ich eben den nächsten Schritt gehen muss. Wann ist denn bei Ihnen die Entscheidung gefallen, dass Sie wechseln wollen noch zur nächsten Saison? Das war im Frühjahr, denke ich, dieses Jahres. Also nach den ganzen Gesprächen auch mit den Verantwortlichen. Ja. Eigentlich hat es die Gespräche nicht gebraucht, aber das hat mich einfach nochmal bestätigt, dass ich da unbedingt hin will. Und da war dann auch die Entscheidung getroffen.